4000 Putin-Jugendliche angetreten, einen Parteitag gestört unter dem Schutz der Polizei. Das war irgendeine europäischen Gesetze, die da durchgesetzt wurden. Eine Partei, die einfach auftreten will, die sich bewerben will für die Wahl, wird gestört von 4000 Jugendliche, Putin-Anhänger und so weiter. Die Polizei steht daneben, findet das demokratisch völlig in Ordnung. Das ist die freie Meinungsäußerung. Kasparov. Kasparov. Wunderbares Stichwort. Habe ich auch drauf gedacht. Ja, natürlich. Ja. Wissen Sie, man muss nicht immer auf Seiten von Gazprom sein. Man kann auch in Deutschland gegen Gazprom sein und gegen die Finanzierung von Gazprom. Und ich sehe das nicht ein. Und im Namen aller meiner Freunde, die im Moment in Russland im Gefängnis sind, finde ich, dass sie sich zu einfach tun. Also viel zu einfach. Es gibt Menschen, die wunderbar sind in Russland, Zivilgesellschaft, die permanent getreten, geknebelt werden von Polizei und Staat. Das müssen Sie in irgendeinem der Kapitel auch sagen in Ihrem Buch. Okay. Ja, Sie dürfen. Ich bin übrigens nächsten Monat in Russland und da werden wir sehen. Wunderbar, dann werden wir sehen. Und ich kenne viele Journalisten dort, die das erzählen. Okay, also direkt diese drei Fragen vielleicht beantworten. Darf ich jetzt Sie oder dürfen darf ich selbstverständlich? Okay. Sie sollen. Als erstes würde ich Ihnen wirklich empfehlen, und es liest sich ziemlich gut, dass Sie das Buch lesen, bevor Sie drüber herfallen. Ich habe nicht das zweites, Buch gesagt. Doch, aber das, was ich gesagt habe. Nein, was Sie eben gesagt darf haben. Ich jetzt oder dieses Buch habe ich ja gar nicht gelesen. Anna Politkovskaja ist natürlich ermordet worden. Was soll diese Polemik? Und nein, Anna Politkovskaja ist andere Journalisten seit Putin an der Macht. Ist. Darüber gibt es auch eine Statistik. Ich glaube, jetzt sollten wir uns einigen. Stellen Sie alle Ihre Fragen und dann erzähle ich wollte Ihnen, das was nur ich ergänzen. Dazu sagen. Also. Ich habe in diesem Buch auch geschrieben, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, was mit Journalisten in Russland alles passiert. Aber ich möchte auch die differenzierte Sicht insofern reinbringen, und die fehlt mir, und Sie machen es sich wirklich sehr einfach. Sie machen es sich sehr einfach, hatte ich von Ihnen eigentlich so nicht erwartet. Das eine ist, diesen Mord und was sich gegenüber Journalisten in Russland abspielt, kann man nicht bestreiten, zu verurteilen, zu kritisieren, darüber zu berichten, ist das eine. Das andere ist, alles in dieser Richtung sofort die Verantwortlichkeit der russischen Regierung, Putin insbesondere, zuzuordnen und so zu tun, als würde die russische Regierung unter Putin, weil der Typ kommt ja aus dem Geheimdienst, quasi ein eigenes Killerkommando unterhalten, um diese Dinge durchzuführen. Sagen Sie mir mal zu dieser Demonstration und die 4000... Das ist ein gutes Stichwort. Erst mal, ich will die 4000 Jugendlichen, die eine Oppositionsparteiversammlung gestört haben. Ja, und? Unter der Unterstützung der Polizei. Das finden Sie richtig. Ich frage Sie, ja oder nein? Nein, nee, das ist genau der Punkt. Ja oder nein? Wissen Sie, so. Was das ist? Das ist so nach dem Motto, bist du für mich oder bist du gegen mich? Nein, ich das frage, eine Parteiversammlung einer Oppositionspartei wird von 4000 und mit der Unterstützung der Polizei gestört. Ja. Finden Sie das demokratisch? Das geht, darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Nein, worum Sie, geht nein, es? Geht, worum geht das kann ich Ihnen sagen. Es geht darum, dass man ein großes Land, auf das wir in gewisser Weise auch angewiesen sind, dass man ein großes Land so betrachtet, dass nicht alles, was in diesem Land passiert und der Stabilisierung dient, von uns gleich vom hohen Rost aus. So was dient der Stabilisierung. Wissen Sie was, warum haben Sie mich eigentlich eingeladen? Ich habe Sie überhaupt nicht eingeladen. Nee, Sie nicht, aber Sie. Ich frage Sie, ob das der Stabilisierung dient. Ja, es dient der Stabilisierung. Ach so, Oppositionspartei zu knebeln dient der Stabilisierung. Das wollte ich ja nur hören. Nein. Das wollte ich ja nur hören. Wissen Sie was? Mir kommt das hier wirklich so vor, wie genau das, was die anderen Länder vorwerfen. Wenn Sie mal einen Gedanken zu Ende hören. Warum wollen Sie Kasparov nicht hören? Doch, ich will jetzt Kasparov. Ja, ein guter Freund von mir. Ja. Ah, gut. Ja. Dann fragen Sie ihn doch mal, was er politisch in Russland machen möchte. Ja, haben wir, er hat ihn. Hat er das gesagt? Ja, der beim Europäischen Parlament ist eingeladen worden vom Europäischen Parlament, hat für uns alle eine sehr beeindruckende und beklemmende Beschreibung der Situation in Russland, der warum Russland keine Demokratie ist, was da sich entwickelt, welche Finanzmacht sich dort entwickelt. Es war, ich war da. Ich wollte nicht in Russland leben. Ja, ich war froh, dass ich hier in dieser schlechten Demokratie hier leben kann. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Sie sind Politiker und ich bin ein ganz einfacher Journalist. Der versucht, die Welt zumindest zu begreifen, bevor er darüber urteilt. Und das hat mir mein Lehrer schon vor 30 Jahren gesagt. Ja, okay. Nein. Ich habe...